Hallo, willkommen zu einer neuen Let's Play, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Heute geht's hier weiter. In Firon, glaube ich. Ja, Firon. Und ich muss weiter Crocs sammeln. Also, ich würde sagen, es geht schon los. Und hier ist schon der erste Croc wieder. Und direkt noch schon ein Stein, okay. Außerdem habe ich noch zwei Glitches ausprobiert und trainiert quasi. Ich habe das Windbomben jetzt besser drauf und kann euch das jetzt auch mal ein bisschen versuchen zu erklären. Und zwar müsst ihr. Hab ich die Pfeile? Ja. Jetzt müsst ihr losspringen, die Bombe droppen und direkt in den Zeitlupen-Modus gehen. Eine Bombe droppen. Und dann könnt ihr euch so losschießen. Und ich habe es direkt geschafft, aber das Ding ist halt, ich. Oh, kannst weitergehen, okay. Ja, ihr könnt sehen, ich bin gerade dabei zu verrecken. Also. Das war jetzt nicht so eine gute Richtung, wo ich das hätte machen können. Aber ich bin schlau. Und tu einfach schnell den Spielstand laden. Den zweiten Glitch, den ich ausprobiert habe, oder war keine Ahnung, wie man es nennen soll. Das ist der, ich glaube, Bullet Bounce oder so. Bullet Time Bounce. Den kann ich auch gleich noch zeigen. Da freuen wir einen Bock im Lager. Und ich glaube, das werde ich hier noch irgendwo finden. Oder? Ja, ich sehe, glaube ich, schon eins hier irgendwo. Hier war doch irgendwo eins, oder? Ja, auf jeden Fall werden wir noch das alles sehen. Erstmal geht es runter zu Flecki wieder. Da habe ich Flecki geparkt. Also, let's go. Ich denke, dass dieser Krog hier nach unten sein wird. Und also ich denke, dass es so ein Ballon ist, der hier oben chillen wird. Ja. Kann man gut sehen. Und ich sehe auch gerade, mit Bombenfallen hätte ich hier richtig krasse Chancen, an gute Materialien zu kommen. Oh, verdammt, schade. Episch. Von Flecki gerade. Und sie gerade noch ein Lager, perfekt. So, und hier haben wir jetzt ein Lager. Ich habe mich mal da hoch Windbomben. Und dann so einen nächsten Glitch auszuprobieren. Ah, das war nicht so gut. Aber nicht schlimm. Also, den nächsten Glitch werde ich hier ausprobieren. Und ich hoffe, ich schaffe ihn auch direkt. Wenn nicht, wäre es ein bisschen blöd. Oh, ich sehe gerade Feuerpfeile. Aha, du bist es also. Du musst überleben. Du darfst sterben. Uff. So, du musst auch sterben. Von mir aus auch. Und, oh, ja gut, ich kann dich leben lassen, aber dich definitiv nicht. Also schnell weiter. So, ich glaube, er könnte jetzt gleich perfekt dastehen. Okay, schade. Warum hat er seinen Bogen mit sich gezogen? Mann, wie dumm. Das hat gar keinen Sinn gemacht, dass er jetzt seinen Bogen gezogen hat. Denn für den Glitch muss man nämlich mit dem Schild springen. Also, mit diesem Schild, Schildersprung, auf einem Bock landen. Am besten auf einem roten. Und da muss man in den Bullet Time Dings gehen, Modus gehen, wie es heißt. Also, nächsten Sprung, Schussmodus quasi. Und das probiere ich jetzt hier aus. Also. Da darf ich stehen, danke. Okay, also irgendwie klappt es nicht. Ich glaube, ich soll den Bogen ausrüsten und dann. Also, ich hatte es so ganz gut geklappt. Aber egal, ihr wisst, was ich eigentlich meine. Habt ihr bestimmt schon in manchen Speedruns gesehen. Ich werde es auf jeden Fall noch irgendwann mal probieren. Ich hab's gestern, als ich es ausprobiert habe, ganz gut hingekriegt. Also, mal schauen. Es ist erstmal weiter. Ich will ja nach Angelstädt. Das ist eine Stadt hier. Also ein ganzes Dorf auf jeden Fall. Keine Stadt. Und erstmal hier fotografieren. Ist ja krass, wie viele Seebären rumfliegen. Oh, hatte ich gezählt, oder?
Das hat aber gezählt. Ja. Boah, die Tücher müssen direkt umliegen. Oder auch nicht. Aha, du bist ein Schatz, Dr. Rock. Also, wenn wir mal erstmal weiter schauen. So. Nein, ich wollte keinen Fall schießen. Ich wollte nur einen Bogen rausholen. Mal schauen, ob der Rock hier oben oder unten ist. Ich denke, er ist oben. Ja, Steinkreis. Aber nach oben komme ich noch nicht so gut. Erstmal will ich hier nach oben reiten, auf den Berg. Denn dort oben ist... Es sind sogar zwei Crocs hier. Und vielleicht komme ich noch direkt nach Angelstadt. Also mal schauen. Das ist viel Federbeiß auf jeden Fall. Mibos, oh, ich wollte eigentlich A drücken. Heute ist nicht so gut, aber egal. So. Oben löst ihr den Mibos ein. Damit es da noch irgendwas gibt. Vielleicht kriege ich ja heute endlich diesen Bogen. Vom Zelda-Amiibo. Und warum fleckt sich hier auf dem Weg entlang? So, jetzt. Pferde machen es nämlich automatisch, wenn sie, glaube ich, auf der höchsten Freundesstufe sind. Und hier gibt es ja einen Grog und lecker Fleisch. Also, ab nach vorne. Ich habe, glaube ich, wieder nichts zum Sporten dabei. Weil ich seit viel mit Fläche unterwegs bin. Aber ist ja nicht so schlimm. Und ich hoffe, ich muss jetzt nicht 1000 Meter runterspringen. Nein. Ah, ein Steinkreis, okay. Oh, ein Steinherz sogar. Alter. Das war auch cool, wo ich gerade gemacht habe, oder? Ja, war's. Okay, let's go. Ab auf diesen Berg. Also. So. Ganz nice hier. Aber ich muss es mir vielleicht hier ranholen. Mal schauen, vielleicht läuft es jetzt nicht repetiert. Ah, faules Pferd. Eieiei, das geht ja gar nicht. Ab nach oben. Also ich Sportlinge, aber ich kann gerade nicht so gut klettern, leider. Obwohl es echt viele Sportlinge sind. Ich sehe insgesamt schon 4. Schade. Und da drüben ist schon Angelstadt anscheinend. Da gleich mal hin, aber erstmal nach ganz oben. Der Weg endet hier. Schon was hier oben ist. Hier ist sogar jemand. Er hat eine Quest. Okay. Nein, halt, ich habe sie zuerst gesehen. Hä, wer? Nein. Und schon. Was für ein Glück. Ich heiße Wabiski. Ich habe mich ein bisschen verlaufen und bin irgendwie hier gelandet. Und da blicke ich plötzlich diese wunderschöne Frau, hier mitten im Nirgendwo. Zuerst dachte ich ja, das wäre nur ein Trick. Vielleicht ein Geist oder ein Lockvogel für eine Bande von Wegelagerern. Aber all das würde nichts daran ändern, dass sie meine absolute Traumfrau ist. Ich musste sie einfach ansprechen. Ich hatte immer vor mir, meine Liebe mit einem Schleichglöckchen zu verkünden. Wenn ich nur ein Schleichglöckchen hätte, würde ich ohne zu zögern zu ihr hingehen. Heraus für eine Frau. Sie ist wirklich eine so schön wie ein Scheißglöckchen. Findest du nicht auch? Mhm. Ist sofort wie eine Maxi-Rüben. Schon was sie zu sagen hat. Sabasaba. Ein schicksalhaftes Treffen mitten im strömenden Regen. Bist du wieder wohl in meiner Träume? Na, wohl kaum. Aber das hier ist schon der legendäre Liebesteich, oder? Auf der anderen Seite steht nur ein komischer Woi. Aber ob ich den Wui meiner Träume wirklich treffen werde. Na, hoffentlich. Hier ist noch ganz viel Maxi rüben. Das ist insane. Schon 10 oder so. So. Wenn ich mir ihre imposante Haltung ansehe, vergesse ich sogar, dass es regnet. Sie ist eine Göttin. Ich möchte sie so gerne ansprechen, aber ich habe nichts dabei, worüber ich eine Frau freuen könnte. Wenn ich auch bloß ein Schleichglöckchen hätte. Kaum vielleicht darüber schon, habe ich einen wunderbaren Duft in der Nase. Momentchen mal.
Hast du etwa... Was? Ein Schatzstückchen. Bitte gib mir diese Blume. Bitte, bitte, bitte. Ja, nimm. Ich danke dir. Wenn ich damit nicht ihr Herz gewinne. Schmacht. Ah, ich kann es einfach nicht. Meine Beine wollen sich kein Stück bewegen. Tut mir leid, aber kannst du mir die Blume vielleicht an meiner Stelle geben? Vielen lieben Dank. Hier, ich gebe dir das Schleckstückchen zurück. Wow, ein Schleckstückchen. Vergiss aber nicht, ihr zu sagen, dass das Geschenk von mir kommt, ja? Alter, so anstrengend. So. Hier ist eine Blume. Was ist von dem Typen da? Oh. Ist er wohl, schenkt mir Blumen? Du scheinst die Wahrheit zu sagen. Also hast du mir diese Blumen geschenkt? Es tut mir leid. Bestimmt magst du gar nicht das Schleichstückchen, meine ich. Was für ein Unsinn, das ist meine absolute Lieblingsblume. Aber woher konntest du das wissen? Vielleicht bist du ein feindlicher Spion. Nein, natürlich nicht. Schleichstückchen sind noch meine Lieblingsblumen. Deshalb hatte ich schon immer vor, vor meiner Träume eine zu schenken. Deiner Träume? Du meinst, sie sind voneinander bestimmt? Dann bist du vielleicht der Wohl meiner Träume. Also gut, dann raus damit. Hä? Sag mal, bist du schon im Begriff, was ein Wohl zu einer Wahrheit sagt? Ich liebe dich oder wollen wir einmal ausgehen? Sowas halt. Ja, natürlich, mit Freuden. Was? Hast du das gehört? Sie hat mir ihre Liebe gestanden. So etwas hat noch nie eine Frau zu mir gesagt. Und jetzt höre ich es aus dem Mund einer Traumfrau. Ich verschmachte. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Das hier ist ein kleines Zeichen meiner Anerkennung. Danke. Warum bist du so knauserig? Wer bin ich dir also nicht wert? Ich hier, bitte verzeih mir. Schon besser. Geil. Hey du. Du, nun ja, du hast mir geholfen. Ich hoffe auch, du findest einmal eine so gute Wahl wie mich. Alter. Sind jetzt einfach beide komisch. So. Das war eine gute Quest hier oben. Aber erstmal geht's ab nach ganz oben. Und dann dort oben wartet etwas viel Spannenderes für mich. Ein Croc. Yay. Und zwar müsste es ein Steinkroc sein. Ja. Ist hier oben eine schöne Aussicht. Zack. Erstmal kann ich den entmarkieren wieder. Und eigentlich könnte ich perfekt jetzt darüber segeln, oder? Ich weiß gerade nicht. Könnte ich das? Eigentlich schon. Ja, egal. Komm, ich gehe einfach runter nach Angelstedt. Immer komme ich schon wieder her. Und vielleicht wartet da unten erstmal. Und da ist auch ein Schrein. Perfekt, dann würde ich sagen, gehe ich erstmal dort runter. Da kann ich hier erstmal in den nächsten Folgen die Crocs erledigen. Dann geht es in der nächsten Folge darüber. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee so. Also erstmal ab nach unten. Und in diesem Dorf gibt es den Croc, der aus der Hölle kommt. Finde ich. Der ist komplett nervig und asozial. Aber das werdet ihr gleich sehen. Und hier ist also noch ein Steinkreis. Mit Steinkreisen außen rum. Also. Nummer 1. Oh, gut, ich habe schon gedacht, das wäre jetzt ein weiterer Weg. Och nee. Nummer 2. Nur. Ey. Boah, Halleluja. Nummer 2. Und vorne ist noch Nummer 3. Also. Oh, das hab ich entdeckt. Let's go. Ab nach Angelstedt. So. Da lag ich schon liegen, der Stein. Dort ist es auch schon. Angelstedt. Perfekt. Ein kleines Dorf hier unten. Das ist eigentlich ganz nice hier. Und hier ist auch der Schrein. Also, der nächste Croc ist... Okay, da vorne. Ich finde es einer der coolsten Crocs im ganzen Spiel. Ich weiß nicht, aber...
Die ist einfach so kreativ irgendwie. Und zwar ist da oben nämlich eine Palme. Aber an dieser Palme hängt nicht das, was es eigentlich wahrscheinlich dort sein sollte. Sondern zwischen den ganzen Kokosnüssen hängt ein Apfel. Und den muss dann runterbekommen. Und dann erscheint der Krog. Toll. Das finde ich ganz toll. So. Der nächste Krog ist eine Krogblume. Dort auf diesem Dach. Kann man schon sehen. Und der Höllenkrog, der wohnt da oben dann. Wohnt. Der ist dann da oben. Und. Ah, Fleck. Flecky Fake. Ja, Flecky Fake. So, ab nach oben. Oh, die denken, ich bin im Haus, aber bin ich eigentlich gar nicht. So. Ich wollte abspringen, aber so geht's auch. Ab nach oben. Das war's schon. Okay, schade. Ich habe gedacht, man muss auf alle Treppen hoch. Und es wird entdeckt. Tschüssi. Ja, tschüssi. So, weg mit der Markierung. So, und ich werde versuchen, jetzt den Krog aus der Hölle zu lösen. Und zwar so, wie ich es auch damals gemacht habe. Mit Krogballons. Ja, ja. Obwohl es eigentlich auch mit Stasis gehen soll. Aber ich weiß nicht, ich kann es noch kurz mit Stasis probieren. Aber dann mache ich es noch mit den Krogballons. Also. So, von hier. So. Also. Das ist der Stein. Und darüber will ich dahin. Also. Okay, es wäre echt zu schön gewesen. Also nochmal neu. Oh, zu schwach, okay. Also letzter Versuch mit dem Stasis-Modul. Schade. Okay. Nur wenn ich atme, hört sich recht komisch an. Aber egal. Let's go, weiter geht's. Und so habe ich die Krogballons. Also auch die Krogballons. Hey, komisch. So, jetzt geht's wieder mit der Nase. Also egal. Krogballons habe ich. 9. Okay. So, jetzt muss ich da irgendwie noch Energie drauf wirken. Ja. Oh! Ein persönlicher Rekord. Ich glaub's nicht. Ich habe für den Krog Wochen gebraucht damals. Das ist echt ungelogen. Ich bin immer wieder hergekommen. Hab ich versucht. Erstmal durchspielen habe ich es nicht geschafft, ihn zu holen. Aber jetzt. Vor ein paar Wochen jetzt erst, als ich das durchgespielt habe, das Game. Das ist nicht zu 100%, aber ich meine, das Game. Da habe ich für den so lange gebraucht, bis ich ihn endlich hatte. Und jetzt ist er so schnell geschafft schon. Alter. Ausdauerkäfer. Schönes verschwommenes Bild. Schade, nein. Okay, gut. Ich dachte, mit der Geschwindigkeit kann ich es hinkriegen. Und hier ist eine Kuh. Eine Athenokuh. Perfekt. Also jetzt nach oben vom Schrein schnell. Also ich glaube, ich hatte auch Glück, dass es Königsschwert irgendwie zweimal getroffen hat beim Werfen. Keine Ahnung, wie auch immer das passiert ist.
Aber egal. Also ab nach oben. Da ist er, der Ja-O-Mayo-Schrein. Wird schnell aktiviert. Und dann geht's auch geschwind rein. Also, es geht los. Die Trickkiste. Okay, ja, das... Da weiß ich jetzt nicht schon, wie es geht. Aber auch ultra schwer. Hey. Also, ab nach oben mit dir. So, die Trickkiste kann nämlich alles. Die kann sogar Gegner besiegen. Ja. Also. So, ich brauch sogar später beide Kisten. Bin mir nicht ganz sicher. Und da ist ein Ritterschwert drin. Und natürlich ist in meiner Tasche kein Platz dafür. Perfekt. Perfekt. Ich nehme schon beide Kisten mal mit. Oh ja. Sieht aus, als ob ich beide brauchen würde. Deswegen nehme ich schon beide mit. So. Schauen, was ich hier machen muss. Oder ist da eine Kiste? Aber die sollte ich eigentlich ganz easy rankommen. Also, das müsste geschafft sein. Och, Nopal. Ernsthaft? Okay. Mann. Ich hab irgendwas Krasseres erwartet. Ich hab eine Idee. Als ob es sich nicht daran festgehalten hat. So, eins soll es mit der Kiste gehen. Perfekt, und jetzt noch schnell da oben drauf stellen. Man müsste eigentlich geschafft sein. Ja. Und damit ist schon der Schrein geschafft. Jetzt geht's an den Amiibos. So. Es fängt an zu nieseln, aber das hält mich nicht auf, die Crocs, die Amiibos einzulösen. Und so, zuerst der Link-Amiibo. Vielleicht ist ja heute Zeit gekommen und ich erhalte die Schattenhose. Nein. Aber vielleicht könnt ihr heute Zelda. Also Zelda. Lol. Nein, immer noch nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich noch warten soll. Vielleicht muss ich ein neues Inventar dafür haben. Bin mir echt nicht sicher. So, erstmal alles mitnehmen dafür. Da liegt noch ein Sportweichen drin. Und dann geht's nochmal in Angelstadt hinein. Denn dort gibt es bestimmt noch ein paar Quests zu machen. Besonders hier in diesem Haus, wo ja der Krog drauf ist, auf dem ich früher lang gekocht habe. Da drin ist jemand. Hey, du da. Das schnelle Geld. Daran bist du doch interessiert, oder? Du musst dich nicht so zitieren, das hier ist eine ganz legale Sache. Ich schließe eine kleine Wette ab mit den Schatztruhen dort. Das ist eigentlich ganz einfach. Du wählst einfach eine beliebige Schatzkiste aus und öffnest sie. Du bekommst alle Rubine, die sich darin befinden. Es gibt aber nur eine Kiste, die einen Preis enthält. Also beschwer dich nicht, wenn du die falsche wählst. Oh,
Ich muss eben ein gewisses Risiko vorhanden sein. Im Glücksspiel geht es schließlich um Spannung. Ich überlasse dies dir, aber wie viel du bieten möchtest, je mehr du bietest, umso höher der mögliche Gewinn. Reißen geht ins Geld, aber warum füllst du nicht einfach deine Reisekasse auf? Also wie wär's? Bist du ein echter Kerl? Ich setze was. Die Antwort wollte ich hören. Was darf's denn sein? Wie viel möchtest du setzen? 100! Du gehst echt aufs Ganze, was? Wahrhalsige Einstellung erinnert mich an mich selbst, als ich noch jünger war. Wunderbar, dann werde ich alles vorbereiten, bei der Augen festzumachen, klar? Alles bereit. Es gibt keine Zeitbegrenzung oder so. Nimm so viel Zeit, wie du magst. Und dann triff deine Entscheidung. Mitte. Goldene Mitte. Ja! Gibt einen goldenen Rubin. Wie ist das nur möglich? Das Glück muss dir wohl Holz sein. Muss wirklich Holz sein, dass dir so etwas gelingt, als hättest du eine Glücksgöttin an deiner Seite. Der Kerl hört jetzt nicht auf. Machst du noch weiter? Nee. Na gut. Im Glücksspiel ist es wichtig zu wissen, wann du aufhören musst. Ich gehe hier so schnell nicht weg, wenn du also dein Glück herausfordern willst, dann komm einfach zu mir. Ja. Hat sich ganz gut gelohnt, jetzt hier erstmal zu gewinnen. Regen, Regen, es fühlt sich so gut an, im Regen herumzulaufen. Ja. Okay. Und hier sehe ich was Neues. Oh, wo kommst du jetzt her? Regen. In solchen Tagen kann man nicht viel anders machen, als bei Dohan spielen zu gehen. Spielen? Naja, spielen halt. Glücksspiel und so. Nehmen an, bei Dohan kann man das machen. Und die Fische? Bei Regen und Sturm sollte man besser nicht hinausfahren. Zu starkem Wind hat man keine Kontrolle über sein Boot. Da winkt ganz schnell mal ein nasses Grab. Ja. Und da ist die neue Sache. Ein Ruder. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und eine Palmfrucht. Ah, die sind Palmfrüchte, nicht Kokosnüsse. Ob sie wohl hier in der Nähe gefangen werden? Ach so, ich dachte, ich kann es mitnehmen. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Ja, danke, Mifa. Und hier gibt es Elektropfeile. Ja. Oh, willkommen, ein neues Gesicht. Elektropfeil? Ja. 24 Rubine. Oh, wie beteuert, Alter. Noch alle Pfeile am besten. Ah, nice. Es gibt einen Laden und ein Gasthaus anscheinend hier. Das ist schon mal ganz toll. Schauen, vielleicht gibt es hier noch mehr Quests. Oh, eine Sportechse. Und stimmt, ich habe jetzt auch mehrere Herzen wieder. Okay, die kann man übernachten. Also halt mehrere. Wie heißt es nochmal? Was machst du denn hier? Ich habe jetzt wieder mehrere Zeichen der Bewährung. Dieser furchtbare Regen. Ich vermisse meine Heimat. Ich mag den Regen. Wirklich? Na, du bist ja seltsam. Okay. Sorry. Ah, da unten. Schon gesucht. Also. Ich erbitte Ausdauer. So sei es. Danke. Und ich habe den Part jetzt schon ein bisschen überzogen. Sehe ich gerade. Deswegen würde ich sagen, was ist mit dem Video? In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Firon. Und Angelstädt vor allem. Da geht es erstmal wahrscheinlich hier an diese. An diese Orte, also an diesen Ort hier. Dann nach links, hier den ganzen Bogen nach oben. Und dann geht's über diesen Schrein zu dieser Insel. Und dann zu dieser Insel hier drüben. Keine Ahnung, wie die Insel heißt. Wenn wir alles so sehen. Also bis zum nächsten Mal. Und ciao.